Damit du in der Campusbibliothek den Überblick behältst und aus der Vielzahl der Medien das Richtige findest, zeigen wir dir nun, wie du bei der Suche nach Büchern oder E-Books vorgehst. Beginne die einfache Suche am besten von der Startseite der Campusbibliothek. Über den integrierten Link gelangst du direkt zu Primo, dem Suchportal des Verbundes für Bildung und Kultur. Wenn du ausschließlich nach Literatur der Campusbibliothek der PH Wien suchst, vergewissere dich, dass die Filterfunktion PH Wien eingestellt ist. Damit du alle Funktionen nutzen kannst, melde dich mit deiner Benutzer-ID und deinem Passwort an. Nun kannst du mit deiner Suche beginnen. Kennst du bereits das gesuchte Medium? Dann gib den Nachnamen des Autors und ein aussagekräftiges Wort aus dem Titel ins Suchfeld ein. In unserem Beispiel suchen wir die 5. Auflage des Lehrbuchs Qualitative Sozialforschung von Siegfried Lamnick aus dem Jahr 2010. Die Suche nach Lamnick Sozialforschung ergibt 115 Ergebnisse. Über die Filtermöglichkeiten rechts kannst du die Suchergebnisse einschränken. Die gewünschte Ausgabe aus dem Jahr 2010 lässt sich unmittelbar durch Eingrenzung des Erscheinungsjahres anzeigen. Die Nutzung dieser Filterfunktion liefert dir eine überschaubare Anzahl an Treffern. Die 5. Auflage des gesuchten Lehrbuchs ist sowohl als E-Book als auch als Printversion vorhanden. Möchtest du dich vorab über den Inhalt informieren, steht dir das Inhaltsverzeichnis zur Einsicht zur Verfügung. Wie viele Exemplare davon die Campusbibliothek besitzt, erfährst du, indem du auf den Standort PH Wien, Hauptbibliothek, klickst. 13 Exemplare des gesuchten Lehrbuchs sind im Lesesaal vorhanden. Die ersten Buchstaben und Ziffern aus der Signatur L36ME signalisieren dir das Regalfach, in dem das gesuchte Buch zu finden ist. Bei deinem Besuch in der Campusbibliothek solltest du dir in jedem Fall den Regalstandort L36ME notieren. Am Regalfach angekommen, steht die 5. Auflage des Lehrbuchs Qualitative Sozialforschung von Siegfried Lamnick unter der Signatur CV 2000 L232 5. Über die einfache Suche kannst du selbstverständlich auch eine thematische Suche durchführen. Dabei ist es ratsam, nach aussagekräftigen Begriffen wie zum Beispiel Substantiven zu suchen. Unser Beispiel ist Freizeitpädagogik. Um die Trefferliste nach verschiedenen Kriterien zu sortieren, solltest du die Filtermöglichkeiten nutzen. Bei Fragen kannst du dich auf unserer Homepage unter dem Punkt Häufig gefragt weiter informieren. Wir hoffen, das Video war hilfreich und wünschen dir nun viel Spaß beim Recherchieren.